In den vergangenen 2 Jahren haben wir das Denken von über 10 Millionen Menschen von der Matrix befreit. Die Leute wachen auf und werden sich bewusst, woher ihre Lebensmittel stammen. Sie kaufen vermehrt gesündere und nachhaltig hergestellte Tierprodukte ein. Gute Arbeit, Leo. Du bist der Auserwählte. Checke sie. Es gibt noch viele Facetten der Matrix aufzudecken. Kommt, wir gehen rein. Wow, dieser Ort ist großartig. Ich liebe diese Weile. Nein, Leo. Ich frage mich, Leo. Ob wir das Schweine haben. Leo! Schau durch die Illusion der Matrix. So sahen Milchhöfe einst aus. Schau, was aus ihnen geworden ist und wie sie heute wirklich sind. Dies ist eine moderne Milchfabrik. Man kann dies nicht einen Bauernhof nennen. Der größte Teil unserer Milchprodukte stammt aus Orten wie diesen. Die meisten Kühe verbringen ihr ganzes Leben zwischen hier und dem Melkstand. Diese ungesunden Bedingungen machen die Tiere oft krank, trotz täglicher Dosis Antibiotika. Die Kuhschwänze werden abgeschnitten. Schnell, duck dich! Dies sind die Agenten der Matrix. Sie pumpen diese armen Tiere voll mit RBHG, einem künstlichen Wachstumshormon, das sowohl in Kanada als auch in der Europäischen Union verboten worden ist. Und was ist das? Die Kälber werden von Geburt an von ihren Müttern getrennt. Sie werden mit Milchersatz gefüttert, das teils aus Kuhblut besteht. Aber das heißt ja... Ja, Leo. Die Toten werden den Lebenden verfüttert. Diese unnatürliche, vom Profit gesteuerte Praxis kann zur Entstehung und Verbreitung von Rinderwahnsinn führen. Jetzt reicht's mir! Bist du sicher, dass er der Auserwählte ist? Wie schön von ihm, sich zu uns zu gesellen, Herr Schinkenstein. Mein Name ist Leo! Was ist für die Kleinbauern? Was ist für die künstlichen Hormone? Was ist für die Kühe? Der Auserwählte. Denk nicht an mich. Stopp die Milchfabriken. Wir haben Mofol. Wir haben ihn in den Wagen gefährt. Wir fahren davon. Wohin gehen Sie? Wir haben ihn. Was machen wir? Wer bin ich? Leo. Wir müssen Mofol retten. Aber du hast gehört, was er gesagt hat. Wir müssen diese Milchfabriken schließen. Ich hab's. Wir werden Mofols retten, wenn du uns hilfst, diese Milchfabriken zu stoppen. Es gibt viele Kleinbauern, bei denen du deine Milchprodukte kaufen kannst. Indem du die Kleinbauern unterstützt, hilfst du uns, der Matrix ein Ende zu setzen. Komm, Leo,